Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Ich habe das Spiel inzwischen schon zweimal durchgespielt. Ja, Leute, ein Tag vor Release hatte ich das Spiel schon zum zweiten Mal durch. Einmal im Livestream komplett. Das Video könnt ihr euch angucken, Leute. Komplett das Spiel von Anfang bis Ende, die Story. Natürlich nicht alle Monde, aber das wird demnächst auch noch kommen. Auf jeden Fall, Leute, zeige ich euch heute, wie ihr Yoshi freischaltet in Super Mario Odyssey. Ja, und wie ihr wusstet, ist das Gewinnspiel jetzt vorbei. Eine Woche war das Gewinnspiel mit Mario Odyssey. Ich habe zweimal das Spiel zum Verlosen und zwar gewonnen haben Jim Ten 08 und IceBro Tim. Kontaktiert mich auf Instagram oder auf YouTube per Privatnachricht. Am besten auf YouTube, dann kriegt ihr euer Spiel. Und dafür würde ich sagen, schalten wir erstmal in das Königreich, wo er ist. Ja, Leute, und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, natürlich ist er im Mushroom Kingdom. Ja, und wie ihr da hinkommt, das verrate ich euch auch, wie ihr das freischaltet. Und zwar müsst ihr dafür einmal Bowser besiegen. Ja, ihr müsst es durchspielen. Ihr kommt zwar schon ins Mushroom Kingdom mit einem gewissen Portal, was ihr im Lunchian Kingdom findet, im Schlemmerland. Dort gibt es einen Punkt, dort kommt ihr schon ins Mushroom Kingdom, aber nur zu einem hochgelegenen Ort, das Yoshis Haus heißt. Dort könnt ihr nicht das weitere Mushroom Kingdom erkunden, deswegen bringt euch das nicht so viel. Auch wenn es Yoshis Haus heißt, kriegt ihr da nicht Yoshi. Deswegen, Leute, zeige ich euch, wie ihr Yoshi kriegt. Ihr müsst einfach, wenn ihr den Bowser besiegt habt, was eigentlich nicht lange dauert, wie gesagt, ich habe es in 6 Stunden einfach mal in einem Stream am Stück geschafft, dann schafft ihr das ja wohl auch, Leute. Danach landet ihr sofort beim Mushroom Kingdom und dann, Leute, dann geht's los. Ihr seht es hier, ich laufe hier rum mit meinem Super Mario 64 Outfit, Leute. Das könnt ihr euch kaufen. Es sieht richtig geil aus. Das könnt ihr euch kaufen im Crazy Cap Shop für Münzen, die ihr hier kriegt. Also für die Taler, mit die Sterntaler. So, und dann geht ihr den Weg hier hoch Richtung Schloss, Leute. Und ich mache das immer ein bisschen schneller, um das Video kurz zu machen, wo Yoshi ist und was ihr mit Yoshi machen könnt. Was auch ziemlich wichtig ist, Leute. Ihr seht es ja, hier ist voll Wasser. Also beziehungsweise der Burggraben ist noch mit Wasser gefüllt, was ja eigentlich auch normal ist noch. Aber ich werde das jetzt mal so machen. Zack, dem müsst ihr nämlich eine Mütze aufsetzen und dann müsst ihr ohne Cap hier hochspringen. Was im ersten Moment irgendwie eine kleine Challenge sein soll, ist aber ziemlich leicht. Ihr habt jetzt nicht Cappy. So, dann seid ihr hier auf dem Dach. Ihr seht da unten die Odyssey. Ich habe knapp über 500 Monde, also noch nicht alles. Ein 100% Video mache ich auch noch, Leute. Auf jeden Fall seid ihr jetzt hier auf dem Schloss. Ihr geht einmal rum, um die Ecke. Und er ist nicht hier wie bei Mario 64, sondern er ist hier, Leute. Auf der großen Fläche. Und ja, wie macht ihr das? Ihr könnt ihn nicht reiten, Leute, müsst ihr dazu wissen. Ihr könnt nur Cappy auf ihn schmeißen und nach guter Super Mario Odyssey-Manier könnt ihr dann ihn kontrollieren. Jetzt ist die Frage, wofür ist Yoshi gut? So, Yoshi hat eine Anzeige, die ihr füllen könnt, wenn ihr Früchte isst. Ihr müsst Früchte essen, die hier im Kingdom verstreut liegen lassen. Ihr seht es hier, bei mir sind die ausgeschwärzt. Die kann Yoshi einfach essen und dann füllt sich eine Anzeige beim Kopf. Wenn ihr genug eingesammelt habt, dann kriegt ihr einen Powermond, was hier in dem Fall ein Stern ist. So, ich habe die schon eingesammelt, deswegen sind die bei mir grau. Aber ihr seht es, überall sind die verteilt, über den Bäumen. Wenn ihr die einsammelt, dann kriegt ihr eure Sterne. Insgesamt gibt es, glaube ich, 3, die ihr hier sammeln könnt. Und was noch ist, ihr müsst hier im Wasser graben, das Wasser ablassen. So, das Wasser ablassen macht ihr, indem ihr an allen Ecken hier die Dinger rauszieht. Und dann geht das Wasser immer, der Wasserstand immer ein bisschen tiefer und dann könnt ihr mit Yoshi unten bei dieser Röhre, weil dort ist eine Frucht drin, die ihr nur mit Yoshi rausziehen könnt, dort könnt ihr dann öffnen und könnt da rein und dann ist eine Yoshi-Challenge dort, wo es weitere Powermonde gibt. Was kann man noch mit Yoshi machen? Das werde ich euch auch verraten jetzt. Und zwar gibt es noch eine Röhre, wo eine Yoshi-Frucht noch drin steckt und zwar, die ist hier unten. Ja, wo ist diese Höhle? Diese Höhle ist hier. Hier gibt es nämlich auch wiederum Powermonde, die ihr kriegen könnt. Die ist direkt am Hauptplatz, der kleine Bach. Folgt einfach dem Bach Richtung, Richtung, wo es herkommt halt das Wasser. Und dann könnt ihr hier auch noch eine Frucht rausnehmen. So, was hat Yoshi für Fähigkeiten? Ihr habt es gerade schon ein bisschen gesehen. Yoshi kann erstmal flattern, was richtig geil ist. Der kann flattern. Ihr könnt nicht ins Wasser, denn sonst verschwindet Yoshi direkt. Aber ihr könnt hier mit eurer Zunge euch dran kleben und dann könnt ihr euch sozusagen festhalten. Ihr könnt damit nicht noch höher, ihr könnt nicht höher klettern damit, aber ihr könnt euch, wie gesagt, da festhalten dran. Zack, ich halte mich hier zum Beispiel fest. Jetzt hänge ich hier wie Spider-Man. Wie er das macht, keine Ahnung, Leute. Aber das sind auf jeden Fall Yoshis Fähigkeiten hier in Mario Odyssey. Ansonsten, Leute, kommen jetzt noch mehrere kleine Tutorials, wie ihr Sachen freischaltet, wie ihr was macht. Deswegen schaltet ein bei den nächsten Videos. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.